Hello Alplan. Herzlich willkommen zu unserer Videoserie Hello Alplan 2022. Hier findest du alle Informationen, die du benötigst, um dir einen Überblick über Alplan und seine Möglichkeiten zu verschaffen. Mit den Videos, einer Testlizenz und unserem Demo-Projekt hast du die Möglichkeit, alles in Ruhe auszuprobieren. In unserer Videoserie Hello Alplan verwenden wir die englische Alplan-Oberfläche. Die Alplan-Oberfläche ist überall identisch, unabhängig von der Sprache, sodass du dich problemlos zurechtfinden wirst. In diesem kleinen Beispiel zeigen wir dir, dass sich alle Symbole und Texte immer an der gleichen Stelle befinden. Also los geht's! Hello Alplan. Look and feel. In diesem Video bekommst du eine kurze Einführung in den Begrüßungsdialog, die Alplan-Oberfläche, die Actionbar und wo du alles Wichtige für den Start mit Alplan findest. Begrüßungsdialog. Lass uns zuerst den Begrüßungsdialog einmal anschauen. Mit Neu kannst du ein neues Projekt erzeugen. Wenn du Öffnen anklickst, öffnet sich eine Übersicht über alle deine vorhandenen Projekte. Mit Kopie kannst du ein bestehendes Projekt kopieren. Hier findest du alle zuletzt geöffneten Projekte in einer kurzen Übersicht. Dort solltest du auch das Hello Alplan 2022 Demo-Projekt finden. In diesem sind zu allen Videos kurze Übungen zum Ausprobieren für dich vorbereitet. Im Begrüßungsdialog findest du auch Links zu Alplan Connect. Hier kannst du dich mit anderen Anwendern im Forum austauschen, findest Dokumentationen und vieles weitere, das dir die Arbeit mit Alplan erleichtert. Mit Exchange kannst du einfach und effizient deine Pläne verwalten. BIMplus bietet dir die Möglichkeit, deine Daten mit anderen BIM-Lösungen auszutauschen. So kannst du weltweit mit anderen Anwendern gemeinsam arbeiten. Actionbar. Alle wichtigen Funktionen findest du zentral und übersichtlich angeordnet. Wenn du eine Rolle auswählst, werden dir die passenden Funktionen angezeigt. Die Actionbar ist unterteilt in Aufgaben und Aufgabenbereiche, damit du dich schneller zurechtfindest. Im blauen Bereich findest du die Funktionen passend zur Rolle. Im grauen Bereich findest du immer benötigte Funktionen. Diese stehen dir bei jeder Rolle zur Verfügung. Mit einem Doppelklick links auf den Aufgabenbereich kannst du diesen öffnen oder schließen. Nutzt du Doppelklick links gemeinsam mit gedrückter Steuerungstaste, werden alle Aufgabenbereiche geöffnet oder geschlossen. Wenn du den Actionbar-Konfigurator aufrufst, kannst du die Actionbar nach deinen Wünschen anpassen. Paletten. Du kannst die Paletten anpinnen oder wieder lösen. In der Eigenschaftenpalette hast du die Möglichkeit, einzelne oder mehrere Elemente zu bearbeiten, Öffnungen zu modifizieren und vieles mehr. Die Bibliothek bietet dir eine große Anzahl nützlicher Inhalte. Schau einfach mal rein. Inhalte kannst du dir natürlich auch selbst erstellen, um diese später in diesem oder anderen Projekten schnell und unkompliziert weiter zu nutzen. Mit der Connect-Palette kannst du zusätzlich auch direkt in Alplan auf die Inhalte des Alplan Connect Contents zugreifen. In der Layer-Palette kannst du dir alle bestehenden oder aktuell verwendeten Layer anzeigen lassen und deren Status. Die Objektpalette ist für mich zur wichtigsten Palette in Alplan geworden. Hier kannst du Sichtbarkeiten steuern, Bauteile gezielt suchen und markieren, Teilbildstatus wechseln und vieles mehr.
Wenn du ein Projekt auf BIM Plus hochgeladen und mit anderen geteilt hast, bietet dir die Palette Issue Manager die Möglichkeit, mit den anderen Projektbeteiligten zu kommunizieren. Genauso wichtig wie die Objektpalette sind für mich auch die Assistenten. Mit BIM Easy kannst du auf viele vordefinierte Bauteile zugreifen, welche bereits mit allen notwendigen Attributen für den IFC-Export versehen sind. Du kannst sie einfach mit einem Doppelklick rechts aufrufen und dann individuell einstellen. Allplan-Titelleiste. Hier findest du verschiedene Möglichkeiten zum Importieren, Exportieren und Speichern von Daten. Du kannst deine Projektliste öffnen, Sichtbarkeiten und Darstellungen von Linien und Elementen steuern. Du kannst die Fensteranordnung auswählen und steuern. In den Optionen Festlegungen für dein Projekt treffen. Du findest hier die Allplan-Version, den Projektnamen und das aktive Teilbild. Auf der Statusseite kannst du dich über den aktuellen Status unserer Websites, Plattformen und Services informieren. Du kannst dich zum Allplan-Shop leiten lassen oder findest Hilfe, wenn du Unterstützung benötigst.